NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Martin aus Wülferode fragt, Oma Rosi, ich bin gerade am Renovieren. Hast du einen guten Tipp, wie man die alte Raufaser-App bekommt? Martin, du, da gibt es ja mittlerweile ganz tolle technische Helfer im Baumarkt, die man sich auch ausleihen kann. Ja. Und dann fängst du vielleicht wie ich zum 40. Mal in deinem Leben an, alte Raufasertapeten von der Wand zu holen, weil irgendein Baumarktvideo die Sicherheit vorgaukelt, mit so einem neuen Tapetendämpfer spielerisch Bahn für Bahn von der Wand abziehen zu können. Und am Ende prügelst du mit wunden Fingerkuppeln und einem verbogenen Spachtel an briefmarkengroßen Wandbelagsfetzen rum. Und nach 2 Stunden hast du gerade mal 1 Quadratmeter erledigt. Ja. Und eine Luftfeuchtigkeit wie im Troparium von Hagenbeck in der Bude. Oma. Und ich frage mich, wieso, Rosemarie Friese? Wieso schon wieder? Mit fast 70? Und die ganze Wahrheit ist doch, Raufaser bleibt Raufaser und du kannst nichts dagegen machen. Martin, das mühsam freigelegte Tapetenloch starrt dich an und lacht dich aus. Und du schiebst verschämt das Regal ein Stück nach links oder klebst mit Sekundenkleber Haferflocken an die Wand, um die Schande zu vertuschen. Oma. Eher bekommst du deinen Garten gierschfrei oder eher befriedest du den Nahen Osten nachhaltig, als dass du jemals in deinem Leben eine komplette Bahn-Raufasertapete in einem Stück von der Wand gelöst kriegst. Oma, er fragt ja nur, hätte sein können. Holt euch Rigipsplatten und klebt die da drüber oder kauft euch gleich ein neues Haus. Ihr könnt nicht gewinnen. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Oma macht nur Spaß. Raufasertapete ablösen. Flieht, ihr Narren!